Moin Leute und willkommen zurück zu Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Willkommen zurück. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Versprecher gehabt. Willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 zu einem neuen Commentary auf der schönen Map Slums. Naja, schön ist das nicht. Armut regiert die Welt. Herrschaft, natürlich mal wieder Runde 1 von 2 mit dem edlen Gameplay-Spender Alfred Dahle. Ja, das ist unser Gameplay-Spender heute. Er spielt mit der Vector Kio, ganz schöne Waffe. Vector K10 könnte das auch heißen. Auf jeden Fall möchte ich heute mal wieder über GTA 5 sprechen. Ich habe ja schon mal über GTA 5 ein bisschen diskutiert, aber es steht jetzt kurz vor den Startlöchern und freue mich natürlich schon riesig auf dieses Spiel, weil es natürlich eine große Revolution sein wird. Rockstar Games hat uns nie enttäuscht in der ganzen Zeit, wo es Spiele schon rausbringt. Rockstar ist wirklich der größte Spielehersteller der Welt, die wirklich auch ein Auge auf das Detail haben. Ich sag nur Red Dead Redemption, keiner hätte gedacht, dass dieses Spiel wirklich so großartig sein wird, aber tatsächlich ist es zu eines der besten Spiele geworden, die es je gegeben hat. Red Dead Redemption, ein absolutes Muss für jeden PS3-Zocker und Xbox-Zocker. Oder gibt's das nur auf PS3? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, GTA 5 wird endlich mal etwas beinhalten, was ich schon lange wollte. Und zwar Tiere. Genau, Tiere. Endlich mal Tiere im Wildsystem. Wer jetzt sagt, es gibt doch schon Tiere in Vice City, der hat zwar recht, aber diese Haie, die sehen eher aus wie ein Pixelfehler von einem Computerprogramm, der gerade seine Entwicklerlehre gemacht hat. Auf jeden Fall, ich freue mich schon fett drauf auf Hunde, auf Rehe, auf Hirsche, auf Wildschweine und vielleicht noch auf irgendwelche andere Tiere und natürlich auf sogenannte Easter Eggs. Easter Eggs, das sind sogenannte Ostereier, die im Spiel verteilt sind, die einfach eine lustige Situation darstellen soll. Bei Liberty City, also bei GTA 4 war es zum Beispiel dieses Herz, ne, dieses große Herz in der Freiheitsstatue, was geschlagen hat. Und da gibt es natürlich noch den Brunnen in San Andreas, der radioaktiv verseucht ist, oder diese Geisterautos, das sind alles Easter Eggs, die mit Absicht in dieses Spiel entwickelt wurde. Was cool wäre, wenn es einen riesigen Bigfoot geben würde, im Spiel als Easter Egg. Wäre richtig geil, aber kann ich natürlich noch nicht so 100% sagen, ob das auch kommen wird. Nun kommen wir mal aber zum edlen Gameplay-Spender. Und zwar, was hat er hier am Start, Digga? Vector Alfred Dahle, du gehst ab hier. 10 Kills hat er schon und 3 mal Tode. Ja, GTA 5 erscheint wahrscheinlich gar nicht am 11. September. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es am 11. September erscheint. Der Don Camora, ein guter PSN-Freund von mir, hat gesagt, ach, das erscheint nicht am 11. September. Weil da ja diese World Trade Center eingestürzt sind in New York. Ich glaube persönlich, hast du recht. Warum sollte Rockstar sowas machen? Das wäre auf jeden Fall negativer PR. Oder negative PR, negative Werbung, wenn man das so nennen mag. Ich kann nicht mehr abwarten, Leute. Dieses Spiel wird Hammer. Hammer am Hammer, 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 geil, Leute. Mein Gott. 6-mal so groß wie die Map von Red Dead Redemption. Man kann alles machen. Radfahren, tauchen, Schiffe erkunden, Schatz suchen, Frauen abchecken, daten, Drogen verkaufen, Drogen konsumieren, Basejumpen, Fallschirmspringen, Flugzeuge kapern, Passagiermaschine in irgendwelche Slums reinfliegen lassen. Solche Sachen wird man machen können. Habt ihr jetzt nicht einfach Lust drauf? Natürlich werden es viele Leute nicht kaufen. Was erzählt er da? Ja, es gibt viele Leute, die sagen, GTA 5 wäre so ein Scheiß, Mann. Ich spiele lieber Ballerspiele. Ego-Shooter, Mann, ist besser, ey. What? Denke ich mir dann. GTA 5 wird einfach Hammer, Leute. Guckt euch die Trailers an. Ich habe alle Trailers gesehen. Ey, das wird Hammer, Baby, Hammer, Baby. Wollt ihr wirklich noch auf Ghost warten? Legt los, Mann. Schnappt euch 60 € und bestellt euch dieses Ding. Oder kauft es euch schon mal vor. Kann man ja alles machen heutzutage im Internet. Würde euch natürlich Amazon empfehlen, weil es dort am billigsten ist. Im Supermarkt, oder besser gesagt im Elektromarkt, würde ich es jetzt nicht kaufen. Ich sag nur Mediamarkt, ja, da kostet es bestimmt 70 €. Und wenn ich jetzt zu Amazon gehe, dann zahle ich vielleicht 40, 35, wenn überhaupt. Also Amazon, Internet, das ist Zukunft, das ist billig. Und Mediamarkt ist sowieso zu überteuert. Das ist auch so ein
ganz, ganz krasses Spiel. Aber das kommt im, krasses Thema. Das kommt am nächsten Thema. PlayStation 3 Spiele, warum die so teuer sind. Und diese Unterschiede. So. Vector Kio oder Vector 10, wie ihr das immer nennen möchtet. Das Gameplay ist gleich zu Ende. Geile Waffe hat er. Sieht aus wie ein Schalldämpfer, der vorne drauf ist. Müsste sein. 96 zu 67. 1225 EP hat er geschafft. Abschlachtung 14, 16, 6 Tode, 3 Eroberungen. Sind wir uns einig? Es hat Spaß gemacht. Haut rein, Lodi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.